Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 19. Schwieriges Spiel heute für uns, Ajax Liverpool City. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich los, ne? Sind am Spieltag gegen Ajax in der Europa League. So sieht's aus. Bei uns Bonic und Mount weiterhin nicht verfügbar, Ben ist auch nicht. Bei Ajax sind Kamada und Tadic nicht verfügbar. Das Ganze mit Katskevic als Trainer, der bei Dynamo Kiew eine sehr lange Zeit lang war. Wo ist eigentlich Ten Hag dann hin? Das würde mich mal interessieren. Der wurde entlassen und ist mittlerweile Coach bei FC Royal Antwerpen. Ja, okay. Alles klar, ne? So kann das unterschiedlich sein, ne? So, ich habe schon aufgestellt. Ich habe nicht viel umgestellt. Ich habe Lee rausgenommen. Müller kommt dafür rein und Nöristrand rausgenommen. Dafür kam Hillman rein. Sonst werde ich nichts ändern. Hätte ich freie Verfügung, würde ich Mount auf die 10 packen und Bonic auf die 8, aber geht ja nun mal nicht. Und dieses Spiel wird der erste kleine Fingerzeig sein, ne, wer vielleicht den Gruppensieg holen könnte. Taichung hat ja eine Matte, Alter. Holy shit, ey. Das muss ja im Sommer auch richtig schlimm sein, ne, mit den Haaren. Ah, Quatsch, hat die Route. Yo, alter Brudi, ist dir nicht warm? Junge, 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 aber schöne Werte, ne, eigentlich. Auf den ersten Blick. 4-4-2 ist es bei Ajax. Smalling und Brooks in der Innenverteidigung. Tagliafico links, Svensson rechts. Sommer im Tor. Vorne Bruva und Malen. Na gut. Wir im 4-2-3-1 und ich hoffe, wir spielen gut. Jungs, pusht euch. Könnt die Tabellenführung damit übernehmen und das wollen wir auch. Was jetzt, Lausanne gegen Zenit macht, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig für uns. Das wird erst wichtig, wenn wir vielleicht beide Spiele gegen Ajax nicht gut bestreiten und nur einen Punkt aus diesen Spielen holen. Aber es könnte vielleicht ganz gut laufen. Oh, schade, 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 schade. Das wäre der heftigste Traumstart aller Zeiten gewesen in so einem Spiel. Ajax ist super schwer einzuschätzen für uns. Es ist eine starke Mannschaft in der nicht so schweren Liga, die auch viele der guten Spieler abgegeben haben. Thorn gut und Gagliardini wichtig. Und genau sowas dürfen wir halt nicht zulassen. Heieiei, Glück für uns. Auch hier jetzt fast Dinge können. Lausanne führt gegen Zenit. Nicht mit dem Kopf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Glück. Oh, das aber nicht. Vor Riesenfehler und Ajax mit Chong in die Mitte und Calvin Stanks macht das 1-0. Dicker, dicker, dicker Fehler von Dale Fry und wie erwartet, die ganzen Geschenke der letzten Folgen. Jetzt kommt zurück, nochmal abgefälscht von Mepham und dann, nee, nochmal von Fry, ne? Ich glaube, Fry hat den Ball auch nochmal abgefälscht. Ach, ja. Und jetzt verteilen wir die Geschenke. In so einem wichtigen Spiel. Pana mit Gelb. Ach, ist das ärgerlich. Riesenfehler von Dale Fry, aber wirklich enorm. Zenit mit dem Ausgleich. Sonst passiert gar nichts bei uns. Ich werde mal auf Offensiv gehen. Wir könnten ruhig ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ein bisschen mutiger auftreten. Dale Fry mit einer 6,2 geht jetzt sogar noch weiter runter nach seinem Riesenfehler eben. Panas Freistoß und Gagliardini an den Pfosten. Hillman dürfte nochmal, darf aber eben nicht, weil die Szene schon vorbei ist. Kam also nichts bei raus. Ist Calvin Stinks eigentlich wirklich? Ach doch, okay, dann wahrscheinlich Stinks, ne? Stinks? Stinks? Stanks? Stanks, ne? Oder er Stanks? Stanks? Ich weiß es nicht. Ah, Jungs, das war kacke. Das war richtig kacke. Lucy, du spielst nicht gut. Earl auch nicht. Hillman auch nicht. Aber natürlich, ne? Dale Fry ist eigentlich gerade der Übeltäter. Sonst wäre das hier bisher ein lockeres 0-0, weil beide Mannschaften nicht so viel riskieren wollen. Komm, bitte ein 1-1. Alex Rubula, komm. Hat ein bisschen Platz, schießt aber selbst. Ja, das war zu eigensinnig. Muss er nicht machen.
Vielleicht auch mal Gagliardini mit ins Spiel nehmen, der dann... Oh, das ist eine rote. Das ist eine rote und Tai Chong wird vom Platz gestellt und wird damit auch im anderen Spiel fehlen. Und jetzt müssen wir pushen. Haben uns zuletzt nicht immer so klug angestellt, wenn die Gegner in Unterzahl waren. Hoffentlich läuft das besser heute. Haben noch eine halbe Stunde Zeit, um hier zwei Tore zu machen. Ich ein bisschen breiter spielen am besten, damit wir jetzt die Überzahlen nutzen können. Ich werde auch gleich Alex Müller höchstwahrscheinlich rausnehmen und Vilas Boas reinpacken für einen Doppelsturm. Ajax mittlerweile in einem 4-3-1-1. So, Alex Müller heute leider nicht so wirklich gut auf der 10. Sei ihm verziehen. Und wir packen... Ja, zwei Stoßstürmer rein. Bisher hat das nicht so gut geklappt als kompletter Stürmer auf Unterstützen. Vielleicht jetzt in der etwas heftigeren Rolle auf Stoßstürmer, die eben auch Nukio drin hat. 21 Schüsse, nur 8 davon aufs Tor. Wir haben wenig bis gar nichts davon gesehen. Vielleicht jetzt mal. Andy Hillman. Langer Ball auf Vilas Boas, der verlängert ihn auf Chimpembe. Und das ist ein Elfmeter. Und Panagopoulos, echt? Ich glaube, Chimpembe ist momentan... Aber bei Panama hat ein gutes Spiel. Der macht das schon. So oder so. Am Ende des Tages kannst du es nur falsch machen, wenn du was änderst. Panama macht ihn bitte einfach rein. Bonic hat den letzten verschossen, glaube ich. Und Pana verschießt diesen auch. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Hätte ich bloß geändert. Aber ganz ehrlich, wie man es macht, ist es falsch. Ach, Mann, ey, Pana. Hätte ich bloß jemand anders schießen lassen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ach, das sieht überhaupt nicht gut aus für uns. Ajax stellt sich gut hinten rein jetzt. Die haben halt die Qualität dafür, dass sie das gut kontrollieren können. Wir gehen noch offensiver. Aber Radic kommt rein für Hüllmann. So. Ach, Jungs, bitte. Wenigstens den Ausgleich, wobei das so oder so schon echt schlecht ist, was wir hier machen. Das Spiel musst du halt gewinnen, wenn du fast eine komplette Halbzeit in Überzahl spielst. Aber so gibt es nochmal die Chance wahrscheinlich jetzt für Ajax, weil wir nicht effektiv rangehen und Ajax kommen lassen. Könnte aber für uns auch die Kontermöglichkeit geben, wenn wir jetzt halt jetzt mal gut rangehen. Aber das machen wir nicht, Sanson mal wieder wie so ein wildes Hühnchen. Oben viel Platz, Chimpembe hoch, zurück zum Torhüter, alles klar. Und jetzt musst du mal ein bisschen Tempo rein. Das dauert alles sehr, sehr lang. Aber vielleicht einfach, wenn wir zielstrebig sind, klappt das. Unten, Mitte, 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 Mitte. Ach, Mann. Flanke auf Nukio. Ach, komm, ey. Jungs, was denn los? Kann doch nicht euer Ernst sein, ey. So ein Scheiß jetzt. Ey, Ajax ist die ganze Zeit halt in Unterzahl und wir machen wieder so was Dummes. 3 Minuten nur obendrauf. Ach komm, ey, Jungs, ihr seid doch so scheiße manchmal. Das kotzt mich so an. Die letzten Liga-Auftritte waren so gut und jetzt kommt Ajax halt, holt sich rot und wir kriegen es nicht hin. Kann nicht euer Ernst sein, ey. 27 Schüsse, nicht einer ging rein. Ey, wofür trainiere ich eigentlich Chancen, Verwertung, Chancen, Herausspielen und so weiter, wenn ihr das einfach nicht hinbekommt? 40 Minuten in Unterzahl, einen Elfmeter verschossen. Jungs, ihr... Boah, nee. Und das vor diesen wichtigen Spielen jetzt. Mann, 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 ey. Boah. Ey, saudämlich, diese Mannschaft manchmal, ey. Das kann nicht wahr sein. Ja, und Gruppensieg ist jetzt in sehr weiter Ferne gerückt. Mann, es kann nicht euer Ernst sein. Zenit gegen Lausanne haben 1-1 gespielt. Mann, ey, es kann nicht wahr sein. Sowas Dämliches, ey. Sowas unfassbar Dämliches. Das kannst du halt keinem erzählen.
Ey, 40 Minuten in Überzahl gespielt und 27 Schüsse, nicht einer ging ins Tor. Selbst einen Elfmeter nicht gemacht. Und dann halt nur durch Dale Fry, ne? Das ist halt so unfassbar ärgerlich. Aber ja, man wusste es irgendwie, ne? Die ganze Zeit jetzt die Geschenke bekommen und jetzt, es musste irgendwann zurückkommen. Leo Santos wird dann für das nächste Spiel zurückkehren. Neris Trant auch. Mount wird wohl nicht fit werden. Wenn wir Lee wieder reinpacken. Höchstwahrscheinlich mal gucken, wie es gleich aussieht mit der Fitness. Danach haben wir zum Glück eine Woche Pause vor dem City-Spiel. Das ist jetzt erster und zweiter. Boah. So oder so, die Folge haben wir schon mal verkackt. Weil gegen Ajax hätten wir mindestens einen Punkt holen müssen. Dafür, dass es eine gute Folge werden müsste. Und 6 Punkte jetzt gegen Liverpool City. Boah, das ist, glaube ich, ein bisschen unwahrscheinlich. Ich meine, ich nehme es gerne an, aber das wird wohl nicht passieren. So, City, unser nächster Gegner, hat 2:0 gegen Aston Villa gewonnen. Wir spielen erst am Sonntag, also für uns gut, noch ein bisschen mehr Regeneration zu haben als jetzt nur ein paar Stündchen vom Donnerstag auf den Samstag. Nach City dürfte dann wieder Ajax dran sein, in der nächsten Folge wieder das erste Spiel. Und da gibt es dann wirklich nichts anderes als einen Sieg. Leicester City hat 4:0 gegen Chelsea gewonnen. Oh. Southampton 2:0 gegen Fulham. Bristol Newcastle 2:2. West Brom hat 2:0 gegen Manchester United gewonnen. West Ham 2:1 gegen Wolverhampton und am Abend spielt Brentford ein 2:1 gegen Arsenal. Also City gewonnen, Liverpool spielt gleich gegen uns, Leicester gewonnen, Chelsea verloren, Tottenham spielt noch, Arsenal verloren, Fulham verloren, United verloren, Everton hat gewonnen. Boah, joi. Das wäre natürlich jetzt ideal für uns, ein bisschen wegzuziehen, aber gegen Liverpool. So übrigens auch das Duell jetzt, ne? Der Top-Torjäger, Platz 1 mit Nokia und Platz 2 mit Pellegri. Danach gibt es das Top-Duell der Vorlagengeber mit Pana und Chiesa gegen City. Tottenham vor uns am Spielen gegen Burnley in 2:0 dort für Tottenham. Ali und Eriksen haben die Tore gemacht. Ajax hat ein 3:3 gespielt gegen Sparta Rotterdam, war es, glaube ich. Bonic und Mount weiter nicht fit. Benes 45 Minuten nur. Ist sogar echt ausgeglichen. Hätte ich nicht erwartet gegen Liverpool. Bei denen alle fit sind. Roger Schmidt ist Trainer. Form ist gleich. Trotzdem Favoriten ist klar. Die Favoritenrolle ist bei Liverpool. Aber 2 Siege für uns, 2 Siege für Liverpool und 2 Unentschieden bisher in 6 Duellen. Ah, so gut sieht die Fitness von Pana nicht aus. Ich glaube, dann lasse ich Pana lieber draußen. Der kann ja immer noch reinkommen. Machen wir das dann so? Ja, ne? Sieht, glaube ich, okay aus. Ich nehme Tapia lieber mit. Und dann kann es losgehen. Also auf geht's. Super schwieriger Gegner, natürlich. Und starke, starke Elf. Ach, guck mal, der Fuentes spielt sogar gleich. Wäre natürlich dann typisch, wenn er das erste Saisontor gegen uns macht. Der ja bei uns 110 oder 115.000 angeheilt haben wollte. Als wir den von Colo-Colo holen wollten, aber ja, war dann einfach zu viel. Jungs, pusht euch, ne? Ist ein schwieriges Spiel, ein super schwieriges Spiel, aber ganz ehrlich, wenn wir unsere Tagesform finden, dann können wir die auch schlagen. Ich meine, wir haben es schon zweimal gemacht. Da waren wir auch nochmal deutlich schlechter. Also es ist möglich auf jeden Fall. Wir starten hier auf ausgewogen und hoffen auf das Beste. Also ein Punkt wäre schon geil. Sieg wäre unfassbar heftig geil. Aber mal schauen. Bisschen halt ärgerlich, dass es jetzt so
so einen Pulk an guten Spielen gibt, weshalb wir jetzt halt in so einem wichtigen Spiel Panna rausrotieren müssen. Aber Alex Müller kann das auf jeden Fall. Vollstes Vertrauen, wie gesagt, in ihn. Leider nicht in Chimpembe, weil das war ein grauenhafter Ball, der Liverpool sofort die Möglichkeit gibt, anzugreifen. Über Robertson. Firmino. Oi. Chill mal ab, Bobby. Eieiei. Den habe ich schon fast drin gesehen, ehrlich gesagt. Ich werde Nörrestrand mal sagen, dass er bitte nicht so weit nach vorne gehen soll. Das macht mir da ein bisschen Sorge gegen Assassin. Salah, Nörrestrand klärt. Und Nukio. Ach, das ist ein super langer Weg zum Tor. Alex Müller stoppt ein bisschen ab unten. Und, oh, Chimpembe kriegt den Ball zurück. Ball nach unten auf Lee. Gull. Okay, ist doch so lang zu spielen. War schön gemacht. Aber ist halt noch super, super lang zu spielen. Nukio verliert hier leider den Ball. Hat ein bisschen zu lang gezögert. Ball kommt mit Glück auf Chimpembe. Und der Ball ist super gespielt. Und Lee Volley auf Alisson, der den Ball aber nicht festhalten kann. Aber wie gesagt, noch so, so lange zu spielen. Und vielleicht wird die Fitness auch noch ein Faktor, ne? Salah hat viel Platz. Oh, Thorn, gute Parade. Ball ist noch ein bisschen heiß. Session, Abseits. Ja, die Sache ist dann auch wieder die, ne? Wenn du jetzt Salah decken möchtest, wer deckt dann Sessignon? Wenn du... Oh Gott, please not. Oi. Van Dijk über das Tor. Wenn du dann Sessignon decken möchtest, wer deckt Firmino? Wenn du die drei decken möchtest, wer deckt Pellegri? Und warum macht man sowas? Ich muss es echt in diesen Spielen jetzt zurückkommen, ja? Mit den Geschenken. Ja, es wie eben, wie bei Dale Fry. Eben die ganzen Geschenke bekommen, jetzt verteilen wir die. Unfassbar schlecht, absolut inakzeptabel, muss man nichts gegen sagen, ist absolut lächerlich. Lächerlich verteidigt. Und so Liverpool wieder ins Spiel gebracht. Und natürlich Pellegri, natürlich. Ja, noch keine Halbzeitpause. Nochmal Liverpool. Mit Firmino guter Ball und Pellegri zum Glück an den Pfosten. Wir hätten halt echt richtig schön mit der Führung in die Halbzeitpause reingehen können, Jungs. Aber ihr müsstet es wieder verkacken. Super. Was soll die Scheiße, Jungs? Was soll die Scheiße einfach nur? Liverpool sehr weit vorne, wer hätte es gedacht, die dominieren das Spiel komplett. Ich werde mal jetzt für die nächste Halbzeit auf das 4-3-3 gehen. Ich glaube, das könnte hier am besten funktionieren. Ich werde aber meine Außenverteidiger auf normale Außenverteidiger machen. Und Gagliardini auch noch eins nach hinten ziehen. Ja, so machen wir das. Und je nachdem, wer schlechter spielt, wird dann gleich ersetzt durch Panagopoulos auf den Außen. So zur 60. Minute rum. Je nachdem aber auch, wie sich das Spiel entwickelt. Leo Santos mit Gelb. Muss nicht unbedingt sein. Ist ja auch seine Riesenchance, sich jetzt wieder reinzuspielen in die erste Elf. Sadio Mané kommt für Sessignon und leider mal wieder... Der Ball für Liverpool. Um ist richtig viel Platz. Jetzt wird man angespielt. Und ja, natürlich Pellegri. Oh, der Typ geht mir so auf den Sack, ne? Der trifft auch immer gegen uns. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt halt die Manndeckung und so weiter raufnehme, dann wird halt irgendjemand anderes freistehen. Das ist dann halt die Qualität von Liverpool. Wir spielen leider auch mal wieder super schlecht. Die Führung war schön und gut, aber wohl dann auch eher ein Zufallsprodukt.
Heute hätten wir es wohl auch erstmal, also jetzt zum aktuellen Stand, nicht verdient, auch nur irgendwas mitzunehmen. Nukio, das ist halt unfassbar dumm. Sorry. Aber das ist unfassbar dumm. Und Leo Santos, der zeigt wirklich, dass er heute dann wohl sein letztes Spiel erstmal wieder für eine Zeit haben wird, weil so schlecht wie Dale Fry jetzt auch gegen Ajax war, wenn jetzt Leo Santos so einen Mist macht, dann kann er gleich wieder rausgehen. Und das wird er jetzt auch. So, wir nehmen, ja, Alex Müller, ja, doch raus. Und Panagopoulos kommt rein. Das sieht nicht gut aus. Wir werden nochmal alles nach vorne werfen, aber ja, mal wieder zu viele Fehler gemacht. Wie so oft leider. Das darfst du halt gegen diese Teams nicht erlauben. Das kann man dann auch einfach so einfach sagen. Weil wenn Pellegrini halt zweimal frei vorm Tor steht, dann macht er den Ball halt zweimal. So, eine Chance vielleicht noch, wenn der Ball jetzt gut kommt von Panna oder von Sonzon. Neres dran hat Platz. Lang, viel zu lang. Und dadurch auch alles kaputt gemacht. Gepennt von Mepham gegen Pellegrini. Dieses Mal besser gemacht. Und da steht gar keiner. Jungs, ihr müsst auch ein bisschen zurückkommen, ne? Auch wenn wir auf sehr offensiv stehen. So, jetzt wirklich wahrscheinlich allerletzte Chance. Chimpembe bekommt den Ball nochmal. In der Mitte ist Nukio. Und er macht ihn. Ich werde auf die ursprünglichen Rollen zurückgehen. Mache mir jetzt aber keine großen Hoffnungen, weil, ne, der Pellegrini, der ist ja auch noch da. Liverpool übrigens eine richtig schlechte Passgenauigkeit. Oh Gott, ja. Können wir bitte das Spiel abbrechen? Oh, wobei. Oh, warum muss denn. Das ist jetzt Schwachsinn gewesen vom Spiel. Warum wurde jetzt bitte Villas Boas dahin gezogen und nicht Chimpembe? Ah, das war jetzt wirklich Schwachsinn. Das war ja wie bei FIFA. Ja, und dadurch wird wahrscheinlich jetzt das Gegentor kommen. Langer Ball nach vorne. Wobei, Dale Fry, Nukio Ada, den hätte er gewinnen müssen. Da muss Norris dann ran, das macht er. Chimpembe muss den Ball durchstecken. Nukio! What the fuck? Okay, interessant. Sehr interessant. Aber wir müssen auch erstmal jetzt die letzten wahrscheinlich 10 Minuten überstehen, je nachdem, wie viel Nachspielzeit es gibt. Wir haben dann auch keinen Wechsel mehr. Ach, das geht auch so. Chimpembe kann das. Pana auf Flügelspieler unterstützen. Villas-Boas wird auch mal einen Flügelspieler auf unterstützen. Ausgewogen sollte passen. Das sieht gut aus. So, Jungs. Bitte, ne? Bitte nicht. Bitte einfach keinen Scheiß jetzt machen. Das war hier richtig glücklich, dass der Ball zweimal so geschenkt zu uns kommt. Chimpembe mit einer super Vorlage für Nukeo und der mit einem super Abschluss. Aber es ist noch so lange zu spielen. Joe Gomez kommt rein für Van Dijk. Der letzte Wechsel bei Liverpool. 5 Minuten obendrauf. Ich habe auch keinen Wechsel mehr. Ich gehe jetzt nochmal auf sehr defensiv und pack Zeitspiel rein. Aber ich glaube, eine Szene wird es noch geben. Das ist so früh. Earl, vielleicht Nukeo muss. Ah, dahin laufen, leider. Lang von Alisson nach vorne. Nicht wieder pennen, Jungs. Das war gepennt. Salah. Abgefälscht. Unten ist Platz. Oh Gott, Jungs. Oh Gott sei Dank. Oh, das war jetzt aber Riesenglück, dass Salah im Abseits war. Boah. Wir gewinnen gegen Liverpool. Ich weiß nicht wie.
Aber Nukio 86. und Nukio in der 87. Das war der göttliche Doppelpack. Und Chimpembo holt sich drei Vorlagen ab. Wow. Ich verstehe diese, ich ganz ehrlich, ich verstehe diese Mannschaft auch manchmal einfach nicht. Wir haben halt so einen Scheiß gespielt kurzzeitig wieder. Und auf einmal holen wir dann wieder irgendwas Geiles raus. Die Mannschaft verwirrt mich so heftig. Ja, danke, Nokio. Der Typ ist so krass. Und ich dachte noch, er wird jetzt eine doofe Phase haben. Aber die ging dann so schnell wieder vorbei. Ja, Monaco bekommt 3,6 Millionen. Das 30. Ligator von Nukio. Der Typ ist immer noch nicht ein Jahr bei uns übrigens. Junge, Junge, Junge. Holy fucking shit. Was haben wir denn noch so an Klauseln bei Nukio? Ja, es sind noch einige, ne? Aber ganz ehrlich, die zahle ich auch gerne. Wir hatten zuletzt noch eine an Olympiakos für Panagopoulos bezahlt, weil er noch ein Länderspiel gemacht hat. Ich glaube, sein fünftes? Ah, sein zehntes sogar schon. Also einfach nur krass alles. Nukio, danke, 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 danke. Was wäre ich nur ohne dich? Er ist halt immer noch von der Hierarchie her nur ein sonstiger Spieler, ne? Das finde ich ein bisschen sehr strange. Hat sich auch noch. Aber wobei, er ist jetzt mittlerweile in der Kerngruppe, das ist sehr gut. Da sollte Panagopoulos auch mal schnell rein. Der momentan, aber. Ach doch, da ist er doch schon. Okay, never mind. Das war aber noch nicht beim letzten Mal so, als ich nachgeguckt habe, vor einem Ingame-Monat oder so. Vilas Boas, Saracic und Benes, die sind erst kürzlich dabei, die kommen dann noch rein. Aber halt, dass Nukio hier bei den sonstigen Spielern ist, ne? Panna ist schon bei den einflussreichen Spielern. Ich meine, Determination hat er, Teamwork hat er auch. Führungsqualitäten gehen gerade ein bisschen hoch. 7, naja. Ist interessant. Wir haben echt gegen ich kann es gerade nicht so wirklich fassen, ne, weil wir halt so einen Kack gespielt haben und auf einmal gewinnen wir dann doch noch gegen Liverpool. Die Mannschaft, das hat mich gerade so verwirrt alles. Übrigens, Leo Santos möchte ich dann nicht sehen im nächsten Spiel. Das ging ja so rucki-zucki schon wieder. Und dieses Mal habe ich anders als gegen Chelsea auch gar nichts Stranges gemacht, ne? Das ist ganz, ganz komisch. Oh, so viel Text für Nokio. Ja, überragend der Typ. Über fucking ragend. Er und Pellegrini dann natürlich auch im Gleichschritt, ne? Beide einen Doppelpack gemacht. Aber Pellegrini hatte vorher noch ein Türchen gemacht. Also 11 zu 10 Tore jetzt. Und jetzt gibt's das Duell Pana gegen Chiesa. Platz 1 der Top-Vorlagen und Platz 2 der Top-Torvorlagen. Chiesa war richtig, richtig stark gegen uns, als wir zuletzt gegen Chelsea gespielt haben. Aber jetzt natürlich andere Mannschaften mit City. Selbst Chelsea ist ja nicht so gut dabei. Die würden uns wahrscheinlich, also hoffe ich zumindest, jetzt aktuell auch nicht mit 4 zu 0 besiegen. Nokio ist im Team of the Week, genauso wie Pellegri. Alter. Ich bin echt gerade super perplex, dass wir gewonnen haben, ne? Junge, Junge, Junge. Weil das ja halt teils so schlecht war nach dem Führungstreffer. Aber gut. Das müssen wir nicht scouten. Wir haben jetzt, oh, wenig Zeit. Ja gut, das Minimum, was geht wahrscheinlich bei Ajax auf Everton. Dann haben wir eine spielfreie Woche bis Bristol und dann Lausanne und Fulham. Und wir sollen uns Özdemir holen. Finde ich jetzt nicht so cool. Und Nukio ist Player of the Month geworden. Genauso wie ja auch Young Player of the Month geworden ist. Ja, Gratulation, Lucy. Das war gut. Ach, wir können ihm zu beiden gleichzeitig gratulieren, natürlich. Oh, und ich wurde Manager des Monats. 100% Siegquote, genauso wie Conceição und Valbuena. Nice. Würde ich aber auch gerne eintauschen, wenn wir dafür gegen City gewinnen.
So, was gibt's hier so Neues? Nichts Großartiges. Hier noch. Wo ist denn Nukio hin? Ach so, weil die. Sorry, never mind. Ich dachte, wo ist er hin, weil er ganz unten nicht war, aber das waren ja hier die einflussreichen Spieler ganz unten. Die sonstigen wurden gar nicht erst angezeigt. Da dachte ich gerade schon, komm, gucken wir da hin. Ändert sich das, ne? Aber nee, tut's nicht. City hat gerade gespielt. Vielleicht sind die gleich ein bisschen unfit. Newcastle hat Chelsea aus dem EFL Cup rausgeschmissen. Was, die haben Thiago Silva? Ach nee, die haben Tijane Silva. Okay. Wie alt ist denn Thiago Silva? Der hat doch bestimmt mittlerweile seine Karriere schon beendet, oder? Thiago Silva ist Co-Trainer. Mit schlechten Werten. Hat seine Karriere 2020 bei Paris beendet. Was macht Zlatan so mittlerweile? Der ist Trainer ohne Job, hat seine Karriere 2019 bei LA Galaxy beendet. Na gut. Rotieren werde ich jetzt nicht, weil das Spiel viel zu wichtig ist gegen City. Gegen Ajax, ja, wäre schon gut, wenn wir dort gewinnen. Wenn nicht, müssen wir halt gegen Zenit und Lausanne auf jeden Fall gewinnen. Dann sind wir halt Platz 2. Ist dann nicht so toll, aber immerhin weiter. Und wenn wir weit in die Endphasen der Europa League kommen möchten, müssten wir so oder so halt irgendjemanden starken schlagen. Sei es jetzt halt nun der Verein, der aus der Champions League runtergepurzelt ist, oder eben halt irgendeiner, der sonst auch nur auf Platz 2 gelandet wäre, wenn wir auf Platz 1 landen würden. Irgendwo, ne, musst du alle mal besiegen. So. Gegen City werde ich am Anfang wieder mit dem strukturierten 4-2-3-1 spielen. Ja, leck mich am Arsch. Ist wieder egal, was der Typ sagt. So, United gegen Everton haben wir noch. Und dann, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, vielleicht auf das Unstrukturierte gehen. Ähneln sich ja beide eigentlich sehr. United 3-0 gegen Everton. Und Lucy hat mal wieder gut trainiert, genauso wie Andy Hillman. Der möchte wohl spielen. Auch krass, ne? Andy Hillman als Notlösung mal reingekommen und auf einmal ist er eigentlich der beste Rechtsverteidiger, den wir haben. Wobei man dabei auch sagen muss, halt auch größtenteils nur, weil wir uns halt keinen anderen geholt haben wahrscheinlich. Dabei könnten wir mal gucken, was Trippier so macht. Der ja zu West Brom gegangen ist. Nee, Leicester war's. Ja, solide, ne? Aber hat gerade einen Muskelbündelriss in der Rückenmuskulatur. Autsch. Wäre schon ein guter Transfer gewesen, aber ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben 7:1 gewonnen mit unserer U18 gegen die Epps Fleet United U18. 11 Siege, eine Niederlage gegen Gillingham, die auf Platz 13 stehen und damit Vorvorletzte sind, typisch. 4 Tore von Michael Byrne und Sammy Methvin mit 3 Toren. Adam Chapman kam zur Halbzeitpause rein. Also hat Michael Byrne echt in 45 plus 4 Minuten 4 Tore gemacht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kandidat zum Verleihen dann im Winter, würde ich sagen. Bonic und Mount weiterhin nicht fit. Ach, ärgerlich. Aber vielleicht dann zum nächsten Ligaspiel bei beiden. Bane ist auch nur 45 Minuten. Lee kann komplett. Stevenson ist gesperrt bei City. Sonst starke Form, auch deutlicher Favorit. Wir sind in der Liga übrigens immer noch ungeschlagen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht die erste Niederlage werden. So, Frey haben wir schon reingepackt für Leo Santos. Wer hat denn jetzt gerade nicht so toll gespielt? Wann lief es denn auf einmal positiv wieder? Mit welchem Wechsel? Huch, das war nicht das, was ich mir angucken wollte. Das hier war das, was ich mir angucken wollte. Nachdem wir Muller rausgenommen haben, wahrscheinlich. Nachdem Lee ging und wir auf Doppelsturm gegangen sind eigentlich. Also Pana wieder rein für Muller. Aber Doppelsturm lasse ich. Die Idee gefällt mir nämlich nicht gegen City. So, machen wir es so. Wäre schön, wenn es nicht die erste Niederlage geben würde. Rechnen damit kann man aber, weil City nun mal eine sehr, sehr starke Elf hat. Chiesa, bester Vorlagengeber. Jesus und Icardi haben beide gleich viele Tore, das dürften dann 10 sein. Sané war immer stark gegen uns, das ist eine, wie immer, sehr gute Elf. So einfach kann man das sagen. Also Jungs,
Wird schwer. Aber vielleicht läuft's. Gegen die Teams von Conceição war es generell immer schwer, ne? Die haben immer bis zum Ende gepusht. Da hat Kane ja zweimal gegen uns wirklich sehr, sehr spät getroffen. Und dann meistens auch den Ausgleich für die Spurs beschafft. Jetzt aber komplett anderes Spielermaterial. Ich glaube, damit ändert sich auch die Philosophie des Trainers ein wenig. Kann mir jedenfalls vorstellen, dass es da auch etwas anders abläuft mit anderen Spielern, als es halt bei den Spurs der Fall war. Trotzdem wäre es super schön, wenn wir halt mindestens einen Punkt holen könnten. Aber wir wissen natürlich ganz klar, ne, City ist eine unfassbar starke Mannschaft. Die sind jetzt nach der Niederlage von Liverpool auf Platz 1 gelandet. Und Jimmy, oh no. Ja. So, das hat sich damit auch dann erledigt, dass wir ungeschlagen geblieben sind. Das war für mich auch keine rote, aber ja, ne, es gleicht sich halt alles aus irgendwo. Er geht halt am Gegner vorbei und kriegt sofort rot. Sehr interessant. Aber naja, was willst du machen? Wir haben die Unterzahlen nicht nutzen können, als wir gegen Ajax gespielt haben. City ist ein komplett anderes Kaliber und dürfte deutlich klüger sein als wir. Ich habe übrigens nicht nach vorne gespielt, fällt mir gerade auf. Ja. Ärgerlich. Super, super ärgerlich. Chiesa hat sich verletzt. Oh, Pulisic kommt rein. Mukiele hat man auch auf der Bank. Xerxi, Luperto, Phil Foden und De Bruyne macht nicht das 1:0 zu unserem Glück. Passdistanz viel kürzer bitte. Brauchen jetzt die Ballsicherheit. Und eigentlich sollten wir den Ball dann relativ lang schlagen auf... Ah ne, Quatsch. Nee, das... Oh, wow, ernsthaft. Wow, genau in diesem Moment. Ja, genau in diesem Moment gehen die Batterien von meiner Maus alle. Ja, super. Ja, super. Okay, ich muss mal kurz Batterien wechseln. Kann ich das mit der Tastatur machen? Also nicht die Batterien wechseln, sondern... Ah, guck mal. Ah, na gut, immerhin. Aber ich glaube, jetzt hier komme ich... Oh, Lee hat sich verletzt. Okay, ich brauche meine Maus. So, sind hier noch ein paar Batterien? Anscheinend nicht. Okay, wir machen einen kleinen Cut. Ja, super. So, geht noch nicht weiter, aber ich habe immer Batterien gefunden. Ist halt auch ein bisschen scheiße, wenn man sich so eine Billigmaus kauft, die einem nicht mal anzeigt, wenn es kurz davor ist, halt kaputt zu gehen. Also nicht kaputt zu gehen, aber halt alle zu sein. So, das ist falsch, das ist richtig hier so. Das sieht nicht gut aus, was wir gegen City machen. Größtenteils natürlich wegen der roten Karte. Das wird schwer. Also Punkt ist jetzt das Maximum, was gehen wird. Ich werde mal Alex Müller reinbringen. Meine beiden Außenverteidiger auf normale Außenverteidiger machen und dann hoffen, dass wir den Ball irgendwie mal gescheit auf Kollege Nukiro spielen können. Und der das Ding dann macht. Also, auf in die zweite Halbzeit. Die höchstwahrscheinlich dann nicht so schön für uns enden wird, aber... Müssen wir halt annehmen. Für mich war das keine rote von Chimpembe, aber es gleicht sich wie gesagt aus. Das war jetzt nicht so ganz gut verteidigt. Sané hat viel Platz, flankt den Ball in die Mitte und Jesus nicht rein. Ui. Vielleicht ein bisschen breiter verteidigen. Ich meine, City spielt auch sehr viel über die Außen gerade. Spielt auch sehr breit, das könnte Sinn machen. Vielleicht sollte man auch Panna sowie Müller eher auf Unterstützen machen und nicht auf Angreifen. Punkt ist halt das, was wir jetzt holen müssen. Haben noch nicht einen Schuss aufs Tor, aber ganz ehrlich, ist, glaube ich, verschmerzenswert. Verschmerzenswert? Macht das Sinn? Bei dem... Oh, bei der Situation. Sansone mit einem heftigen Ballverlust. Guter Ball und Icardi an den Pfosten. Wir reizen unser Glück gerade sehr aus. Aber super. Schiri, pfeif mal bitte ab, please. Ah, kommt an, Panna. Nukiro ist schon früh gestartet, leider zu früh.
Auch hier wieder zu früh gestartet. Der macht wahrscheinlich die ganze Zeit einfach Runs. Oh, schon wieder Sansom mit dem Riesenfehler. Schöne Grätsche. Super schöne Grätsche von Gagliardini. Und super schlechte Flanke von Hillman. Alter, Meffel ist schon wieder so unfassbar weiß, ne? Oh, was macht der nur? Was macht der nur? Oh, danke. Sansom wird rausgehen. Tapia ist zwar ein junger Spund, aber das macht er jetzt. Weil Sansone ist nicht der Richtige für dieses Spiel. Der kackt sich richtig ein gerade. Ja, den kriegt Tapia nicht. Viel Platz in der Mitte für Sané. Sané mit dem rechten Fuß, zum Glück nur ein cooler Ball. Ich ziehe Gagliardini eins nach hinten, damit es ein bisschen asymmetrisch wird. Und wir vielleicht ein bisschen mehr... Ja, was auch immer dadurch haben. Kompaktheit vielleicht, Sicherheit, irgendwas. 10 Minuten müssen wir noch durchhalten. Letzter Wechsel bei City, Mukiele und Phil Foden kommen rein für Mbabu und für Emre Can. Bei uns geht Pana und dafür kommt Lasse Dahl. Earl geht auf die Linksaußenposition. Und wir gehen auch sehr defensiv. Und ein Freistoß von De Bruyne kann alles bannen und macht es nicht. Ach, lieber nicht zwischenrufen. Auch Alex Müller wird eins nach hinten gezogen. Ach komm, kann ruhig auf angreifend sein. Ist, glaube ich, jetzt nicht so das große Ding. 3 Minuten noch durchhalten, Jungs. 3 Minuten noch durchhalten. Kein Wechsel mehr bei uns. Ach, Mann. Mepham nicht so gut gespielt bisher. Jupp, natürlich, natürlich, ja. Eieiei. Oh. Oh nee, ey. Ist das denn zu fassen? Ist das zu fassen, ey? Leute, please. Nee, ey. Das kannst du keinem erzählen, ey. Das kannst du wirklich absolut gar keinem erzählen. Alter. Junge, Junge, Junge. What the fuck? What the fuck, ey? Ach, Quatsch. Ja, leider die erste Niederlage für uns. Das Ganze natürlich wegen der roten Karte. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich sehe ehrlich gesagt weiterhin nicht wirklich die geiler Pass. Die Schuld bei Jim Pembe, weil für mich war das absolut gar keine rote Karte. Aber ja, am Ende des Tages müssen wir es so nehmen, wie es ist. Vielleicht kann man es auch so damit ausgleichen, dass man sagt, gut, gegen Zenit hatten wir da die 2 Geschenke. Und jetzt ist es halt komplett zurückgekommen. Ist halt ärgerlich, gerade jetzt halt, wie es enden musste. Weil ich glaube, nach dem Fight hätten wir uns schon den Punkt verdient gehabt, meiner Meinung nach. Aber ja, anscheinend nicht. Jim Pembe bekommt die übliche Strafe, auch wenn ich ihn weiterhin nicht in der Schuld sehe. Weil das macht halt für mich keinen Sinn, wenn ich jetzt Jim Pembe wegen einer direkten roten Karte in der ersten Halbzeit nicht die 2 Wochen gebe, aber dann halt bei einem Spieler, der es wirklich halt verdient hat, dann schon mache. Das ist dann unverhältnismäßig und das wollen wir ja nicht machen. Ja, ist nicht ganz so toll gelaufen jetzt. Schade. In der 91. Jesus halt. Die erste Niederlage für uns am 12. Spieltag war es jetzt, glaube ich. Ja gut, wir werden zurückkommen.
Und vielleicht haben wir das Glück und gewinnen dadurch jetzt gegen Ajax. Liverpool hat 6:0 gewonnen. Alter Schwede. Chelsea wieder nur 0:0 gegen West Brom. Leicester 2:1 gegen Burnley. Brentford 0:0 gegen Southampton. Am Abend spielt noch West Ham. Oh, das war nicht gut gerade, oder? Ich möchte jetzt gar nicht zurückgehen, ehrlich gesagt. Ah, zum Glück nur ein Jugendspieler. Ich dachte erst, es wäre irgendein sehr wichtiger Spieler aus der ersten Mannschaft gewesen. Jetzt, dass es Baba Diallo ist, dass er halt 4 bis 5 Monate ausfällt, ist natürlich auch nicht so toll, aber ist jetzt kein Spieler, den wir in der ersten Mannschaft eingeplant haben. Von daher ist es verschmerzbar. Ja, schade, lief heute nicht gut, ne? Niederlage gegen Ajax durch einen Riesenfehler von Dale Fry. Dann 0:1 gegen City aufgrund der roten Karte und dann halt wirklich die allerletzte Szene im Spiel. Immerhin gegen Liverpool gewonnen, aber ich bin schon echt enttäuscht über das, was heute so passiert ist. Aber wir versuchen zurückzukommen. Nächste Folge haben wir Ajax, Everton, Bristol. Ganz ehrlich, 9 Punkte. Nichts anderes zählt und das werden wir versuchen zu holen. Ohne Tai Chong, Tadic und Kamada immer noch Ajax. Da fehlen viele interessante und wichtige Spieler dann. Vielleicht für uns die Chance, dann was zu reißen, ne? Sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tabelle sieht für uns, ja, könnte besser aussehen. Sagen wir es so. Nächste Folge geht's weiter dann am Mittwoch. Bis dahin. Tschö!